Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Guck mal, Octave und Boone. Kann das schief gehen? Ich glaube nicht. So, wir haben hier Whiskey Base Nummer 190637. Wir haben eine Flasche, der abgefüllt wurde am 18.06. 6.2021. Ich finde es immer wieder cool, dass man sie einfach mal flach machen kann. Da sind wirklich Magneten da drin sind, die zusammenschnappen dann in dem Moment. Sehr schön gemacht hier von Duncan Taylor. Eine 12 Jahre alte Abfüllung, der eine 3-monatige Finish bekommen hat in Octave. Und der Fassnummer ist, halt euch fest, 3830653. Und insgesamt gibt es 86 Flaschen davon bei 53,8%. Es ist ein Kirsch Import Exclusive. Yay! Und ich habe Flasche Nummer 30. Yay! So, hier auf der Rückseite steht einfach mal, dass man eine Hogshead nimmt. Also, ich sage eine müde Hogshead, eine ausgelutschte Hogshead, in dem dort schon gereifte Single Malt Whisky ist oder Single Grain, dann füllt man das in ungefähr 3, vielleicht sogar 4 verschiedene Octaves. Ein Octave ist dann 50 Liter. Wie ein Achtel von einem Fass 50 Liter sein kann, weiß ich nicht, denn ich kenne keine Fass, der 400 Liter hat. 50 mal 8, 400. Und dann füllt man es ab und kriegt dann gewöhnlich 88 Flaschen daraus. Hier haben wir 86, also genau nach Plan. Womit möchte ich es vergleichen hier? Ich habe eine Viking, auch vom Einkirsch Exclusive. Bune ist das, auch aus dem Jahr, hier haben wir 2009. Allerdings, wir haben 68,1%. So, diese Flasche ist verteilt, aber ich habe noch ein kleines bisschen was. Das heißt, irgendwann werden auch diese Reste hier bis auf meine 5 Cl abgepackt und weggeschickt werden. Aber ich dachte, ich habe noch was hier, deshalb machen wir das. So, preislich 85 Euro. Ich habe 86, ich habe 89, ich habe auch 84,90 € gesehen. Gibt es noch bei Dein Whisky zum Beispiel für den Preis? Also, ein bisschen mehr als ich wollte, so ist das. Okay, also, warum mache ich wieder jetzt hier Octaves? Vor gut einem Jahr gab es ein Blind Tasting mit Octaves und das war Holz. Bitterkeit pur. Ich habe einfach mal beschlossen, Finger wegzulassen. Dann haben wir bei Bune, jung und rauchig, ein Octave-Fass da drin, der war extrem lecker. Und ich dachte, okay, geben wir die nochmal eine Chance. Dann habe ich hier einfach mal jetzt hier diese Videos dazu gedreht. Und der erste, der ich hier probiert hatte, war eine an Craig Allaché. Ich liebe Craig Allaché. War nicht so meins. Schauen wir mal, ob das hier ein bisschen mehr meins sein kann. Bunne. Also 12 Jahre alte Bunne für 85 Euro. Autsch. In Fassstärke. Oh, könnte was werden. Ich habe eine Idee. Ja, schade. Ich habe gerade geschaut, ob ich noch ein Sample hätte vom Bunhabens O, Untold Riches hier von Weems. Leider nein. Also, das war die Erinnerung. Ich habe nichts gegen diese 28 Jahre alte Bunne, aber der Preis war ein bisschen teuer für dem, was ich geschmeckt habe. Andere Leute haben gesagt, so ein Bunne für 18, 28 Jahre wird man nie wieder für den Preis kriegen. Kann gut sein. Also 12 Jahre alt, 85 Euro. Ich finde, das ist hier richtig, richtig schön. Also nussig, ölig, vanillig, bisschen ledrig auch. Also eine schöne, schöne Sache, finde ich hier. Bisschen grüne Tee habe ich. Schön. Okay. Bunne Viking. Platt gemacht durch ein Fass. So, First Fill Sherry Butt. Ja. Also, die benutzen tatsächlich Sherry Octaves. Also, auch farblich ist das hier, hält sich gut in Grenze. Das könnte hier was werden. Aber bin ich bereit, 85 Euro auszugeben dafür? Ich weiß es noch nicht.
53,8%. Okay. Ich muss noch mal, was ist da in der Mitte passiert denn da? Fast am Ende und hintere Drittel. Leder. Die ganze Zeit denke ich an Schuhcreme. Birne, Holz, Malz, eine alte, teurer Honig, nussig, Haselnuss, bis hin zu Walnuss. Schön. Yay. I like. Es gibt manche Tage, also man kann, oder ich habe manchmal 10 Whiskys hintereinander, wo ich sage, na. Und dann gibt es eine, wo ja. Und dann gibt es manchmal 3 oder 4 hintereinander. Ah. Und dann geht es wieder um. Und das ist auf jeden Fall eine Whisky hier. Ich probiere nochmal. Da war hier, und merkt ihr, ich habe eine steigende Moment. Also bis zum Ende, also länger Finish auch sehr schön. Aber dann ging es einmal nach unten. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, was ich entdeckt habe oder wahrgenommen habe. Schön. Ja, habe ich schon wieder gehabt. Also ich kann es beschreiben mit eine leichte Moment vom saurer Trauben. Also da geht hier, oh ja, und gibt es ein leichter Moment, wo es leicht sauer wird. Also wie der Haut von einer dicke, fette, rote Traube. Diese Moment. Und dann geht es wieder nach oben und dann ist schön. Und ein bisschen diese Bitterkeit da drin. Und wo das herkommt, das würde ich nicht behaupten, dass es vom einen Oktavfass kommt, sondern ich glaube, das sind die Überreste von dieses Hogshead, in dem es vorher drin war. Und dieser Oktavfinish hat das nicht wegbügeln können ganz. Allerdings eine leichte Pfefflichkeit, eine schöne, tiefe, dunkle Ledrigkeit, schokoladige, Herrenschokolade. Leichter Rosinenmoment, also ich finde diese Whisky hier sehr lecker. Ich finde diese Whisky 1, 2 minus lecker. 2 minus minus 3 plus plus lecker. 2 minus. Die ganze Zeit, ich schwanke hin und her, weil dieses bittere Traube-Moment, also dieser rote Traubenhaut-Moment, ist das, was mich hier verwirrt. Ich habe noch nicht mal diesen Absicht, das mit Wasser zu verdünnen. Der ist so gut, also deshalb bleibe ich bei meiner 2 Minus. Ich könnte mich echt einfach richtig satt riechen daran. Absolut genial schön. Oh, bisschen Oldschool-Bunner hier. Also richtig, richtig schön. 2008, ich weiß nicht, ob das Oldschool-Bunner ist. Ja, meine Geschichte von Buna ist noch nicht in mein Gehirn eingebrannt. Also im Grunde ist das Jahr 2003 wichtig, denn dort hat Addington, also wisst ihr, Macallan und damals dann auch Highland Park, hat dann tatsächlich Buna dann dort an Bern Stewart verkauft. Und Bern Stewart hat denn das an 2013, es wurde gebrannt genau dazwischen, dort an Distill verkauft. Sehr gut, sehr gut. Also, das sind die wichtigsten Eckdaten für Besitztümer hier. Und davor wurde vieles auch anderes gemacht. Burn Stewart, hat nicht Billy Walker mal für Burn Stewart gearbeitet? Hat er auch nicht irgendwie für Distill gearbeitet?
Also, oh Mensch, diesen Lebenslauf von Billy Walker musste man einfach nochmal auch in sein Gehirn einprägen lassen. Gutes, gutes Stoff. Ich wage es dennoch, hier ein bisschen Wasser reinzutun. Wirklich hier drei Tropfen. Diesmal habe ich gezählt. Nicht, dass diese Bitterkeit weg ist, aber eine Süße kam da mehr zum Vorschein. Ein bisschen Alkohol kam mehr auch zum Vorschein. Dieser weiße Pfeffermoment. Bei 2 minus bleibe ich. Preislich. Ah, 85 Euro tut schon ein bisschen weh. Mir auf jeden Fall. Für so eine Flasche auszugeben. Eine 12 Jahre alte Bullenfassstärke. Also eine solide 3. Wer Oktav Abfüllung gerne hat und wer Buhne gerne hat, bam, diese Whisky hier sollte auf jeden Fall noch ergattern. Wie ich gesagt habe, hier Fass Nummer 383-0653. Ja, also such genau eben nach diesem Fass und da exclusive vor Kirsch, da werdet ihr glücklich. So, Frage des Tages: Buhne in Fassstärke, was könnt ihr empfehlen? Welche Abfüllung gibt es da draußen, unabhängig oder wo auch immer, von einer Fassstärke Buhne, wo ihr sagen könnt, top, die Wette gilt, das Zeug ist genial. So, das hier, ich riech daran und ich lasse einfach da stehen. Muss nicht sein, Leute. Ich werde nicht diesen Geschmack verderben, den ich hier im Mund habe, der so lecker ist von dem Buhne 12 mit so einem nicht ganz so gute Produkt. Alles Gute, Whisky Jason hier. Diese Flasche wie auch diese Flasche wurden verteilt durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen. Bitte unten in der Beschreibung schauen und wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr hier für ein neues Video und jeden Sonntagabend ein Livestream um 21 Uhr. Und meistens entweder Freitag oder Samstag gibt es irgendein Blind Tasting. Auch da die Sample Sets werden verteilt durch WhatsApp. Alles, alles Gute. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.